Ahnung, ob das passt, wisst ihr schon. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Einer neuen Folge mit uns beiden im Außenbereich diesmal. Ja, es gibt viel zu tun. Genau, und jedes schöne Wetter muss man nutzen so früh im Jahr. Deshalb heben wir uns die ganzen Klopfereien innen drinne immer für die Schlechtwettertage auf. Ja, auf jeden Fall ist die Frau schon wieder völlig fertig. Ja, am Ende mit den Nerven. Also eigentlich hättest du dich ja fast schon hinlegen müssen. Dieser Efeu, der ist also so breit gewachsen auf der Fläche. Wir befinden uns hier hinter dem alten Waschhaus, in diesem ganz kleinen Karree zwischen dem Holzschuppen und dem Waschhaus, wo die Treppe hoch auf das Dach vom Waschhaus ist. Unglaublich. Also Efeu ist ja eine widerwärtige Pflanze. Ja, der Kampf mit dem Efeu war schon sehr, sehr anstrengend. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, ja, warum nehmen die jetzt nie einfach die, wie ist das Ding, Gartenschere oder irgend sowas, ein Kneifer? Aber erstens ist das relativ, oh ja, jetzt hier. Da sind so dicke Teile dabei, die ja alles so ineinander verwachsen. Das ist ein Teppich. Ja, und also es ist halt einfach komfortabler, das Klei mit der Kettensäge zu machen, vor allem diese ganz dicken Äste, ja, die kriegt man ja gar nicht durch mit der Gartenschere. Ja, und also ich hatte ja im letzten Jahr schon das, was an der Wand war, ein ganzes Stück zurückgeschnitten. Und das ist wirklich ein großer Teppich, der geht die Wand runter, geht hier komplett rüber, geht den Zaun wieder hoch, geht auf der anderen Seite den Zaun wieder runter und ja, endet halt irgendwo beim Nachbarn. Und das mussten wir jetzt hier mal ein bisschen aufdröseln, weil hier in der Mitte verbergen sich Deckel und anderes Zubehör rund um alte Abwasserkanäle. Und das mussten wir halt alles mal erkunden. Ja, aber natürlich darf das nicht komplett abgeschnitten werden, weil links hält es die Mauer zusammen. Das durften wir also nicht, dürfte ich also nicht komplett abschneiden. Und rechts hält es den Zaun zusammen. So, und das bedeutet natürlich, dass das dann im Verlauf des Jahres wieder zusammenwächst. Ist also eigentlich alles total sinnlos und hohl, aber der Mann will das so. Nein, ich verfolge einen geheimen Plan, der sich dir noch offenbaren wird. Aha. Ja, nach diesem kurzen Intermezzo möchte uns der Mann jetzt noch in seinen geheimen Plan einweihen. Ja, oh, naja, so geheim ist er nicht. Also, man sieht hier ja die unverputzte Mauer von dem Waschhaus. Und das ist tatsächlich nur dort so. Also die Vorderseite ist komplett verputzt und sieht auch noch halbwegs gut aus. Also das sind einfach nur irgendwelche Betonsteine, die da übereinander stehen. Genau, also naja, die stehen nicht los übereinander, die sind schon vermörtelt, also das ist schon eine richtige Wand. Bloß oben fallen ein paar raus, die haben quasi bis zwei Drittel das richtig gemauert und obendrauf dann, weiß nicht, war der Putz alle oder was, die sind dann bloß draufgestellt. Aber jedenfalls, wenn wir also jetzt diese Wand komplett von diesem ganzen Kram befreien und das da alles rauspulen, dann müsste man die in dem Moment dann richtig verputzen, damit das dann abgeschlossen ist. Und das, also deshalb soll, solange das noch nicht passiert, da jetzt noch der Efeu dran wachsen. Ja, was ist denn daran jetzt geheim? Nicht. Und auf der anderen Seite, der morsche Holzzaun, der wird also auch wirklich nur noch von dem Efeu zusammengehalten. Und jetzt kämpft die Frau hier mit den Wurzeln in der Mitte, um die Trennung der beiden Efeubestände zu ermöglichen. Ja, auf jeden Fall finde ich, dass man trotz des Kampfes hier einen wirklich großartigen Fortschritt sieht. Ja, das ist ziemlich gemein. Oder? Was sagst du? Na, man sieht jetzt an der schwarzen Erde, da wo du schon warst, also dass du da schon einiges gemacht hast. Aber jetzt
Ich weiß nicht, haben da diese Steinplatte vorne schon Ja, also gesehen? jetzt sieht man dort unten links, wo ich fast immer drauf trete, ist so ein Nagel im Boden. Genau. Und da ist nämlich was Interessantes da drunter. Sehen wir das dann noch? Ja, das sehen wir dann gleich noch. Okay. Ja, dann was noch ein Detail ist, was man hier im Bild ein bisschen erkennt, und zwar sieht man hier so eine alte rostige Leiter, die war ja auch komplett eingewachsen von Efeu und Akribie im letzten Jahr. Und da waren also die unteren zwei Stufen so komplett weg, das hat sie jetzt hier schon ein bisschen freigekämpft, weil nämlich zu dem Nachbargrundstück, was die Mauer ist, die man im Hintergrund sieht, da ist tatsächlich so ein halber Meter Höhenunterschied. Also da geht es ganz steil runter und unten ist ein bisschen so wie ein Graben, wo halt das Regenwasser dann wegfließt. Da muss man immer aufpassen, dass man hier nicht hinten da, wo sie jetzt gerade steht, runterpurzelt. Was ist das denn? Nuki? Bist du beeindruckt von der Kühle? Von was? Vom kühlen Luftzug. Von was? Vom kühlen Luftzug. Was ist ein Aufzug? Das ist nicht wichtig. Da ist so ein Ziegel, wo ein Ding ist, wo man mal hängen bleibt. Und der Rest ist, denke ich mal, Erde. Ja. Das ist was zum. Das ist ein Fuß. Geht los. Ja, das haben wir jetzt ja nach vielen Gehacke und Geschnitzen diesen Klotz so weit freigelegt, dass man rankommt. Und. Der ist schwer, pass auf, mach vorsichtig. Ja, ja. Und zwar will ich den jetzt hier nur so zur Seite drehen. Ja. So. Und wir sehen ein Abwasserdeckel. Da kann ich jetzt mein Handy reinschmeißen. Ja, das solltest du nicht tun. Was ist denn das? Das ist jetzt anscheinend unsere Abwasserleitung. Aha. Die aktuelle, die hier zum Nachbarn geht. Oh, und die kommt weg, ne? Naja, wir werden sie nie weghacken, aber erstmal ist sie da. Aha. Und die müssen wir ersetzen. Und was sagst was du da? Was heißt das? Spannend ist, ist, dass hier erstens oben keine ordentliche Einfassung ist. Da müssen wir also immer vorsichtig sein. Und dann, dass hier anscheinend noch ein zweites Rohr kommt. Aha. Also das rechte Rohr, das kommt von uns. Mhm. Und das von hier... Das kommt von weiter vorne. Vielleicht kommt das vom Nachbarn. Aha, aha. No. Sehr spannend. Okay. Das sind also Sachen, wo man dann hier mal in eine Rauchbombe reinwirft und dann guckt, wo es nebelt. Was sagen Sie dazu? Ah, das ist immer wieder spannend aufs Neue. Ah. So. Ja. Ich wusste natürlich nie, dass das jetzt komplett ohne Fassung ist, sonst hätte ich das jetzt nie einfach. Wir wollten doch hier unseren Biomüll hinmachen. Ja. Also muss das bleiben. Das du machst muss... den Müll daneben hier. Genau, deshalb habe ich jetzt hier alle Steine weggeräumt. Ja. Ach, das wird schon erstmal gehen. Genau, das wird schon erstmal gehen. Okay. Genau. Willst du noch hier präsentieren, was hier dazwischen dahinter ist? Das haben wir noch nie gezeigt. Ach so, die Rückseite. Ja. Ja, ich soll mal kurz zeigen. Nachdem wir das hier alles freigeschnitten haben, haben wir. Warte. Festgestellt, dass man hier also jetzt ganz begrenzt. Also das ist quasi das Haus vom Nachbarn. Noch nichts zu sehen. Und hier sehen wir jetzt die Rückseite von unserem Anbau. Ja, also hier sieht man quasi die Wand vom Waschhaus. Dann kommt die Bastelei aus Holzbalken und Wellasbest, was der Übergang zum Schuppen ist. Und aber hier sind auch, ist da auch noch ein Rohr, was hier runter rauskommt. Ja, das ist auch nicht so ganz toll. Das ist irgendeine Entwässerung vom Hof dort hinten. Und der hat dort hier einen Bewegungsmelder dran oder was ist das dort? Nee, das dort unten, das ist der Ansaugstutzen vom Schornstein. Dieses silberne dort? Ja, ja, das ist ein Luftansaugstutzen. Ach so, sieht aus wie ein Bewegungsmelder. Nee. Ja. Okay, ja, sehr schön, schick. Ja, naja, und ja, die Dachrinne, die geht ein bisschen zickzack. Das wird also alles nochmal sehr spannend, das hier irgendwie gerade zu ziehen. Mhm. Okay, so, danke schön. Wenn wir hier das Dach fliegen wollen. Danke. Auch in diesem Segment sehen wir weiter die Frau wirbeln. Diesmal im Bereich der Holzreste von der ewigen Fichte. Ja, mit sexy Ausschnitt jetzt. Ja, und du gehst ja unter die Zahnstocherproduzenten.
Also es ist wirklich, es ist eine Fummelei, aber es muss sein. Ja, also wer hat denn da geklopft? Na, da habe ich an irgendwas rumgehämmert. Also, ja, weiß ich nie. Aber du wusstest nicht, dass ich rumhämmere und hast deshalb etwas irritiert geguckt. Das war bestimmt nichts Sinnvolles. Ja, ganz bestimmt, ganz bestimmt. Ja, also was war jetzt mit den Zahnstochern? Also ist ja so, ne, wir haben jetzt hier jede Menge Holzreste, die von der Baumfellaktion übrig sind. Und es wäre jetzt natürlich am wenigsten Aufwand gewesen, das so wie es ist, auf den Hänger zu hauen und beim Wertstoffhof abzugeben. Aber das ist ja irgendwie dumm, wenn man zwei Öfen im Haus hat, die man im nächsten Winter irgendwie befeuert, quasi gratis Brennholz zu verschenken. Zumal wir ja nie mit großen Holzplätzen heizen können, sondern eigentlich immer nur Kleinholz zum Anfeuern. Aha, warte mal, wir müssen mal gucken, was jetzt hier passiert. Okay. Auf jeden Fall wolltest du sagen, dass es da sinnvoller ist, seine Frau anzustellen. Genau, genau, weil die ja sonst zu viel Langeweile hat. Ja. Nee, also ich weiß nicht, wie wir uns hier abgesprochen haben. Ich habe bestimmt was anderes Sinnvolles gemacht. Bestimmt. Bestimmt. Also der Punkt ist, man kann ja das Zeug zwar so auf einen großen Haufen hauen und anzünden, aber wenn man es in den Ofen schieben will mit einer kleinen Tür, dann ist es halt nicht ganz so einfach. Und da haben wir also grob sortiert nach Reisig, den man einfach so zusammenknietscht und stopft. Das ist jetzt hier der grüne Sack sozusagen. Genau, der grüne Sack ist die Reisigtüte. Mhm. Und dann kleine Holzscheiteln. Und da hast du dir überlegt, dass die einfachste Variante, das zu machen, ist das nie irgendwie mit einer Axt oder so oder einer Schere, sondern mit der kleinen Minisäge. Das ist ja meine Lieblingssäge. Ja, und das scheint auch gut zu funktionieren. Also ich habe sowas früher mit dem Beil gemacht und da hat ein Vormann nie schneller. Also ich denke, das mit der kleinen Säge hier ist eine gute Lösung. Ich hab's halt raus. No. Lang oder geht das noch? Geht gerade noch. Ich muss das nochmal. Ja, verbessert ist. Ich hab dich brummeln gehört und deshalb bin ich gucken gekommen. Was? Ich hab dich brummeln gehört, deshalb bin ich gucken gekommen. Ja, na, ich hab hier was gefunden, was ganz elastisch ist und nicht sich biegen lässt. Und das habe ich dann auch schon. Ja. Weil das wahrscheinlich auch nicht bringt. Und was machst du? Ich höre gar nichts. Ja. Ich räume noch Dinge hin und her, also Tapete und Zeug, was da rumliegt. Ich dachte, du kannst jetzt kurz mit abmachen. Ja, ja, da arbeite ich mich gerade hin vor. Thank you.
Ja, das ist bestimmt nicht richtig so. Was? Na, du musst das hier regelmäßig leer machen. Ich verstehe dich gerade nicht. Das ist hier. Ja, das soll so nicht sein, oder? Das muss man immer mal leer machen. Kannst du das mal machen? Also, wenn hier die Krümel rausgucken, ja. Das aufschrauben. So, heiß. Heiß? Ja, und wenn ich das hier zusammenkehre, wo kommt das dann hin? Auch hier rein. Das, was Holz ist. Na, nee, also ich tue das ja mit der Hand drehen, aber dann sind ja noch die ganzen. Ich muss alles erstmal hier reinholen. Zu heiß. Zu hot. Ja, und? Kann ich das nicht weitermachen? Ich überlege gerade, kann man bei dem die Kettenspannung einstellen? Wieso? Ist das zu locker? Ja, so wie es jetzt ist, ist es zu locker. Ja, nee, so darf das nicht sein. Okay. Viel zu locker. Okay, und dann? Was denkst du, warum wir das einstellen können? Da. Mhm. Mm. Muss erstmal abkühlen. Also ich denke, das hier könnte ich auf der Rille tun. Guck mal. Ja, wenn du willst, kannst du das da drüber. Ich meine, das ist voller Moos. Meinst du, das brennt? Ja, weil das trocken ist schon. Okay. Okay, gut. So. Guck mal. Ja. So ist richtig. Ja. Okay. Und hier? Ja. Damit stellt man das straff. Okay, okay. Mit der Kreuzschraube. Kann ich deine Staubmaske verwenden? Was? Kann ich deine Maske verwenden? Ja, klar. Die hängt schon vom Wasser rum. Oh, das war knapp. Ist nicht normal, dass sie immer anhält, ne? Pass es mal wieder an. Ist schon wieder zu heiß? Also es ist nicht besser, es hat da am Anfang wieder ganz viel reingezogen. Aha, immer schön. Mach doch mal hier eh, dass sowieso gemacht werden muss. Na, halt mal hin. Also ganz am Anfang vorhin, das ging ohne anhalten. Der Akku. Ja. Na, aber jetzt gib her, ich mach noch zu Ende. Du musst dich, scheiße, jetzt hab ich's angefasst, Mann. Scheiße. Ich wollte doch jetzt mal was machen. Du musst dich dann mal um den Akku kümmern, der ist jetzt runter. Oh Gott.
kommen. Kurz vorm Ende gehst du auf. Es geht nicht mehr. Diese Dinger hier, die kann ich aber nicht in den Ofen tun. Sarah? Das war's jetzt für den Holz. Ja. Na, holst du eine Schaufel? Ja. Die liegt hinten, hinterm Schornstein. So, endlich geschafft. Juhu! So, und jetzt kommt noch ein sinnloser Kommentar von Mann. Boah, nee. Jetzt hat sich deine Dose geschlappert. Ich dachte, die ist leer. So, jetzt haben wir hier noch alles, was nicht verfeuert werden kann. Das noch muss jetzt eine Nadel zum Wertstoffhof gefahren werden. Und ja. Es geht jetzt erstmal ums Beladen der Säcke und offensichtlich sind die zu klein. Ja, das passt wirklich schon. Ne? Das geht nicht in irgendeinen Sack. Ja, also wie man jetzt gerade an dem Abschütteln gesehen hat, dieses Zeug, das liegt da jetzt also schon vor Wochen wieder rum. Ja, einen Monat. Einen Monat ungefähr und die Wochen haben gereicht, dass das schon versucht hat, sich so ein bisschen zur Erde zu verwandeln. Also das sind ganz viele, also Nadeln abgefallen schon, die unten drunter dann schon angefangen haben, ja halt. Erde zu werden. Das hat sich sozusagen selber verdichtet, alles schon schön. Und wie so oft lohnt es sich nicht, das liegen zu lassen. Es ist immer mehr Arbeit, als wenn man es gleich los wird. Aber naja, wir hatten ja viel zu tun. Wir hatten ja Verschiedenes zu tun. Zeitgleich musste ja der Putzcontainer beladen werden und der ganze Putz abgemacht. Und deswegen haben wir das da einfach liegen gelassen, weil es hat ja niemanden gestört. Das Problem ist halt nur, wenn das alles schon so verdichtet ist, dann ist es auch ziemlich schwer. Das stimmt.
Und also wir haben ja auf verschiedenen Ebenen nie so gut drüber nachgedacht. Also erstens mal, diese Säcke, ja, die sind dann wirklich schwer, wenn sie voll sind. Also die lassen sich dann nicht mehr, auch zu zweit nicht mehr bewegen. Und wir haben die dann mit der Sackkarre irgendwie auf den Anhänger gemacht. Und dann passen die natürlich auch nicht super zu dem Format von dem Anhänger. Also ich glaube, da passen nur zwei drauf. Und ja, es ging schon, aber das Ausladen ging dann eben nicht. Genau, das war dann das Letzte. Ja, also weil am Wertstoffhof, da sind die Container und da muss man auf eine Treppe steigen, um dann seine Sachen dort von oben reinzuwerfen. Und natürlich konnte ich diese Säcke nicht mal aus dem Anhänger rausziehen alleine, weil ich musste es ja alleine wegschaffen. Ja, und hast du das alles von Hand gemacht? Ja, ich habe es alles von Hand gemacht, weil ich hatte ja auch nicht mal einen kleineren Beutel zum Transport mit. Wir sind ja so schlau, wir denken vorher über Dinge nach. Ja, sind beide gut. Hey, dann... Der Mann wollte jetzt noch einen Kommentar machen, hat aber seinen Einsatz vergessen. Er weiß auch nicht, warum er die Hake gebracht hat, aber einen Blumenkasten hat er wieder mitgenommen. Wir können das Ding doch dann gar nicht mehr bewegen. Wir können das Ding doch dann gar nicht mehr bewegen. Kein Problem. Das kann ich aber nicht alleine wegschaffen. Ugh.